Was wir hier erleben, ist Propaganda. Die Bevölkerung wird etwas als wissenschaftliche Fakten präsentiert, mit dem Ziel, offenbar die Menschen zu einem bestimmten Verhalten zu bringen. Und es ist recht gut zu sehen, wie die Impfungen Hand in Hand hier gehen mit der Übersterblichkeit, wo die Impfungen ihr Maximum haben, da hat es auch die Übersterblichkeit. So, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Kurz wurde ich ja schon vorgestellt. Mein Name ist Professor Christoph Kubantner, heute aus München angereist, aber eigentlich arbeite ich an der Universität Regensburg. Und ich freue mich, hier sprechen zu dürfen, auch vor so vielen Personen, die sich für diese Dinge interessieren. Und nachdem wir jetzt schon wirklich viele erschreckende Dinge gehört haben, vorneweg vielleicht. Leider wird die Botschaft nicht besser. Aber ich wollte dem Ganzen noch mal ein bisschen einen anderen Aufhänger, einen anderen Fokus geben. Und zwar unter das Stichwort, ich habe das mal in diese beiden Dinge hier unterteilt, Stichwort, was wir erleben und erlebt haben im Zuge dieser Pandemie, dieser aktuelle Spruch. Wir sind dank der Maßnahmen und der Impfungen gut durch die Pandemie gekommen. Diesem Satz wollen wir mal die tatsächlichen Fakten gegenüberstellen. Und man sieht schon hier, wir haben es auch schon bei den Autopsien gehört, auch von Herrn Hockerts schon, wir werden gleich sehen, welche dramatischen Dinge auch dort zu beobachten sind. Jetzt müsste ich nur weiterschalten können irgendwie. Der untere ist es. Der da. Okay. Ah, sehr gut. Bevor immer, wenn ich solche Vorträge halte, finde ich es immer ganz wichtig, kurz vorzustellen, welche Person hier auf der Bühne steht und bestimmte Dinge erzählt und was dann von diesen Dingen vielleicht auch zu halten sind. Ich leite in Regensburg den Lehrstuhl für pädagogische Psychologie. Wir machen dort recht viel Forschung, ist ein recht großer Lehrstuhl, zahlreiche Forschungsprojekte im Bereich der Psychologie, Gedächtnis, Emotion, Motivation, Persönlichkeitswachstum. Wir machen anwendungsorientierte Forschung, große Projekte, Persönlichkeitsentwicklung beispielsweise von Lehrkräften, aber auch viele Grundlagenforschung, neurowissenschaftliche Studien, experimentalpsychologische Studien, zahlreiche Publikationen international, die wir da haben. Ich bin Gutachter für die DFG und so weiter und so fort, nur damit man das ein bisschen einschätzen kann. Und dann ist aber was passiert im März 2020, was speziell für mich auch eine Zeitenwende war, weil damals zu Beginn dachte ich mir, als Wissenschaftler, als Lehrstuhlinhaber habe ich hier einen gesellschaftlichen Auftrag. Wenn eine Pandemie vor uns als Gesellschaft steht, dann stehe ich auch in der Pflicht, dort meinen Forschungsfokus entsprechend darauf einzustellen. Und dann bin ich zunächst an die Sache herangegangen mit dem Stichwort Risikokommunikation. Wie sollte man eigentlich im Vorfeld einer solchen Pandemie mit den Menschen sprechen? Und im Zuge dieser Beschäftigung mit dem Thema habe ich dann angefangen, mich mit den Zahlen und Fakten in Anführungszeichen vom RKI und ähnlichen Institutionen zu beschäftigen. Was letztendlich dann binnen dieser 3 Jahre meine Forschung und ein Stück weit auch mein Leben letztendlich verändert hat, weil es wirklich, da können wir vielleicht in der Diskussion noch drauf eingehen, sehr bemerkenswert war, wie sich Dinge plötzlich ändern. Ich habe dann insgesamt 4 internationale Fachartikel verfasst. 2 davon sind peer-reviewed publiziert inzwischen. Der dritte, Stichwort Übersterblichkeit, wahrscheinlich nächste Woche. Und der vierte, das war mein erster Artikel zum Thema, wenn man die Testanzahl herausrechnet, verschwindet die Pandemie damals im März 2020. Der ist leider bis heute nicht erschienen. Dann vielleicht noch dazu als Background, ich war dann auch wissenschaftlicher Sachgutachter bei 3 Gerichtsverfahren zu den psychischen Konsequenzen von Maßnahmen. Bekannt wurden vielleicht die Maskenurteile, speziell von Weimar und auch in Weilheim. Und ich war auch dabei bei dieser Verfassungsgerichtsklage zu der Verfassungswidrigkeit von Schulschließungen, wo
wo ich ein pädagogisches Gutachten beigetragen habe, wie sich Schulschließungen auf die Kinder, auf unsere Heranwachsenden auswirken. Das so als kleiner Hintergrund zu meiner Corona-bezogenen Vorschau. Und als Aufhänger, Stichwort Propaganda, hier so dieser aktuelle Auszugssatz unseres Bundesgesundheitsministers Lauterbach zu dem Thema Beendung der Pandemie. In der Tagesschau diese Sätze, vielleicht hat man es mitbekommen, der Gesundheitsminister meint, wir sind gut durch die Pandemie gekommen, auch wenn es Schwierigkeiten gegeben hat. Er zieht eine positive Bilanz. Und die Schwierigkeiten sind letztendlich, dass man die älteren Menschen nicht zur Impfung bewegen konnte. Und man hört hier ein paar Lacher, aber ehrlich gesagt, wenn ich sowas lese, und ich gehe davon aus, dass es allen im Raum so gehen wird, wenn wir die Faktenlage sehen, wo wir momentan stehen, dann werden uns die Haare zu Berge stehen. Dass hier so eine Aufbereitung oder Darstellung der momentanen Lage durch das Bundesgesundheitsministerium erfolgt, das kann man nicht anders bezeichnen, würde ich mal sagen, als Propaganda. Und letztendlich, wenn wir hier mal zurückblicken, das ist ein Artikel, der Bundeszentrale für politische Bildung aus dem Jahr 2011. Und manchmal mag man es gar nicht fassen, wie sich die Zeiten offenbar geändert haben. Also zunächst mal wird ja Propaganda recht gut zusammengefasst. Der Versuch der gezielten Beeinflussung des Denkens, Handelns und Fühlens von Menschen. Wer Propaganda betreibt, verfolgt immer ein bestimmtes Interesse. Man möchte nicht diskutieren, nicht mit Argumenten überzeugen, sondern mit allen Tricks die Emotionen und das Verhalten der Menschen beeinflussen, indem man sie beispielsweise ängstigt, wütend macht oder ihnen Verheißungen ausspricht. Man nimmt den Menschen mit Propaganda das Denken ab und gibt ihnen stattdessen das Gefühl, mit der übernommenen Meinung richtig zu liegen. Und jetzt kommt der Punkt, wo es auch eine Zeitenwende meiner Wahrnehmung nachgegeben hat. Hier zeigt sich der große Unterschied etwa zur journalistischen Information. Journalisten betreiben Aufklärung, indem sie alle verfügbaren Fakten und Hintergründe darlegen und die Menschen selbst entscheiden lassen, was richtig oder falsch ist. Es kann jeder im Raum selber beurteilen, inwiefern unsere momentanen, speziell die Leitmedien dieser Aufgabe noch gerecht werden. Das möchte ich an der Stelle nicht beurteilen. Wir würden ein Bild entstehen, wenn wir hier ein bisschen weiter gucken. Um das nochmal erlebbar zu machen, diesen Kontrast zwischen Wissenschaft und Propaganda, wollte ich nochmal zurückblicken an den Beginn der Pandemie. Und es ist wirklich absolut eindrücklich, sich das nochmal bewusst zu machen. Damals Anfang März ist binnen 14 Tagen was passiert, wo man von Wissenschaft auf Propaganda umgeschalten hat. Und um das erlebbar zu machen, wollen wir mal auf die damalige Pressekonferenz gucken, 2. März 2020. Da hat der Spahn damals den Herrn Drosten eingeladen. Und der Herr Drosten wurde von Herrn Spahn gefragt, ja, wie würden Sie denn das Coronavirus, das Neue, beurteilen? Wie ist denn dort die Gefahr? Und jetzt könnte man einen Ausflug in die Wissenschaftskommunikation machen. Dort läuft es noch ganz gut. Er sagt, eigentlich würde er am liebsten keine Aussage machen, weil wir haben noch keine Fakten und Zahlen, keine belastbaren. Man kann an der Stelle noch nichts dazu sagen. Und dann, wenn man so will, überredet ihn der Herr Spahn, doch eine Aussage zu machen. Und diese Aussage können wir uns kurz anhören. Ich schaue auch in soziale Medien. Ich bin noch nicht Generation Y. Das sind unsere Doktoranden im Labor. Aber ich schaue trotzdem schon in die sozialen Medien. Und da sieht man viel Drama oder viel Bestrebung auch zu dramatisieren. Und es gibt auch inzwischen sogar Firmen, die versuchen, Geld zu machen mit Informationen. Also Analystenfirmen nennen die sich. Und was ich da so lese, geht immer in Richtung einer möglichst hohen Einschätzung und einer Überbetonung eines Risikos. Und ich sehe das nicht, ehrlich gesagt, im Moment, außer in ganz grundsätzlichen Überlegungen. Aber zusätzlich zu diesen grundsätzlichen Überlegungen sehe ich eigentlich keine richtigen Fakten oder Zahlen.
Wir haben viele milde Fälle. Diese Erkrankung ist eine milde Erkrankung. Das ist eine Erkältung in erster Linie, eine Erkältung, die mehr so die unteren Atemwege betrifft. Und die ist im Prinzip für den Einzelnen gar kein Problem. Also wenn ich eine Erkältung kriege, dann werde ich das nicht nur überleben, sondern ich werde im Normalfall sogar relativ wenig davon merken. Also man hat es gehört und man glaubt es vermutlich kaum, wenn man das nicht noch in Erinnerung hatte, dass am 2. März das von Herrn Drosten so eingeschätzt wurde, dass es übertrieben wird. Es gibt keine Fakten und Zahlen. Und wenn er eine Einschätzung abgeben müsste, dann werden es die meisten gar nicht merken. Und jetzt kommt dieser springende Punkt. Er spricht dort noch als Wissenschaftler. Wir haben keine Zahlen und Fakten. Und jetzt vergehen 2 Wochen. Und dann tritt dieselbe Person in einer Talkshow bei Jan Böhmermann auf. Und er macht, die Person ist wie ausgewechselt. Drosten sagt dort, wenn er so jetzt guckt und es bewerten muss, wir werden hier Bilder sehen in Afrika. Da geht es um die Frage, was wird denn der neue Coronavirus, das neue Virus in Afrika anrichten. Wir werden Bilder sehen in der Zeit zwischen Juni und August, die wir nur aus Kinofilmen kennen. Da wird es Szenen geben, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. In Klammer, da werden die Menschen wie die Fliegen auf den Straßen sterben. Und ich bin mir nicht sicher, was das dann bei uns auslöst. 2 Wochen sind zwischen diesen beiden Aussagen. Und jetzt könnte man natürlich vermuten, vielleicht gab es ja irgendwelche neuen Zahlen und Fakten, die er zum damaligen Zeitpunkt noch nicht kannte. Aber wie es bekannt wurde, es gab in Afrika niemals ein Problem. Es hat sich eher herausgestellt, dass es das Rätsel von Afrika gibt, nämlich es gibt dort keinerlei Problem. Also es konnte nicht so sein, dass hier irgendwelche neuen Zahlen oder Fakten aufgetreten sind. Das heißt, was wir hier sehen, ist eine mit wissenschaftlichem Anstrich versehene, angstschürende Spekulation. Da wird uns etwas als Wissenschaft verkauft, was aber mit Wissenschaft nichts zu tun hat. Und das war der Beginn der Corona-Pandemie. Und wenn man die beiden Dinge gegenüberhält, was ist eigentlich Wissenschaft? Ich sage mal echte Wissenschaft, vielleicht kommen wir da auch noch dazu. Da würde es darum gehen, die echten, tatsächlichen empirischen Fakten und wissenschaftlichen Erkenntnisse zu vermitteln, mit der entsprechenden Unsicherheit, die durch solide wissenschaftliche Methoden hervorgebracht wurden. Was wir hier erleben, ist Propaganda. Die Bevölkerung, jede Bevölkerung wird etwas als wissenschaftliche Fakten präsentiert, mit dem Ziel, offenbar die Menschen zu einem bestimmten Verhalten zu bringen, das eine bestimmte Elite jetzt mal in Klammer gesetzt, da kommen wir vielleicht am Ende noch dazu, was eine Elite hier für richtig hält. Ich würde tippen, die Elite der Pandemiebekämpfer an der Stelle. Das werden wir noch sehen. Also wir sehen hier diese beiden Seiten, Wissenschaft und Propaganda. Und unter diesen Aufhänger möchte ich das stellen, was ich jetzt noch erzählen werde. Und wir wollen kurz uns über die Ergebnisse oder die Faktenlage zum Thema Übersterblichkeit ansehen. Vermutlich nächste Woche wird da unser Peer-Reviewed Paper erscheinen zur Übersterblichkeit in Deutschland von 20 bis 22, komme ich gleich noch dazu. Aber wir wollen erstmal wieder auf die Propaganda-Ecke gucken. Ausgelöst durch eine Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes, damals Ende 21, ein Artikel in der Tagesschau. Das Statistische Bundesamt hat jetzt die Sterbefallstatistik ausgewertet. Allein in den ersten 12 Monaten starben 7,5% Personen mehr als im Vergleichszeitraum. Und dafür ist die Pandemie verantwortlich. So lesen wir das dann in den Tagesthemen und in den zig anderen Medien. Und jetzt kommt so ein Punkt, wo ich meinen Studierenden immer sage, einfach kurz mal den gesunden Menschenverstand einschalten bei manchen Dingen. Und wir können uns mal die Prognose oder die Berechnung der Übersterblichkeit des Statistischen Bundesamts angucken. Was macht das Statistische Bundesamt? Man muss bei der Übersterblichkeitsanalyse immer erstmal berechnen, was wäre denn erwartet gewesen, wenn wir keine Pandemie gehabt hätten. Also man muss eine Prognose abgeben, basierend auf den Sterbefallzahlen
der Vorjahre. Und dann vergleicht man die Sterbefallzahlen, die in der Pandemie aufgetreten sind. Und wir sehen hier die blauen Punkte, das sind die tatsächlichen Sterbefallzahlen in Deutschland seit dem Jahr 2010. Und wir bemerken was, was jeder, der ein bisschen nachdenkt, gleich auch erklären wird können. Da oben steht da schon ein bisschen was. Wir beobachten seit Jahren einen Anstieg der Sterbefallzahlen in Deutschland. Das hat einen ganz trivialen Grund letztendlich, weil wir zunehmend mehr alte Menschen haben. Also ich glaube, um 1,52 Millionen hat die Anzahl der über 80-Jährigen zugenommen. Und dementsprechend, alte Menschen versterben häufiger, steigen auch die Sterbefallzahlen. Das sehen wir hier abgebildet. Was macht jetzt das Statistische Bundesamt? Das errechnet hier, was wäre denn erwarten zu gewesen, was wäre zu erwarten gewesen ohne die Pandemie laut den Vorjahren. Und jetzt macht man einen statistischen Wert, berechnet man hier den sogenannten Median, sozusagen der mittlere Wert über die letzten 4 Jahre. Und wir sehen, was hier das Statistische Bundesamt sozusagen schätzt, dass ohne die Pandemie passiert wäre. Und jede Person hier im Raum, wenn man seinen gesunden Menschenverstand einsetzt, würde bemerken, dass diese Vorhersage völlig sinnfrei ist. Wir haben einen historischen Trend. Und wenn ich rückwirkend immer den Median berechne, hätten wir in jedem Jahr eine Übersterblichkeit, permanent. Wir müssen hier bei der Prognose den Trend mit einberechnen. Also letztendlich, es ist hier eine absurd und wirklich aus methodischer Sicht völlig abwegige Prognose, die man, glaube ich, tatsächlich auch mit gesundem Menschenverstand erkennt. Es geht aber noch absurder, und das ist unsere WHO. Wir sehen hier die Schätzung der WHO. Es ist die Prognose der WHO, wie es ohne Pandemie weitergegangen wäre. Und jetzt fragt man sich, wie um alles in der Welt kann das methodisch passieren? Es wird eine Technik hier verwendet, Thin Plate Spline Extrapolation. Das reagiert extrem auf kurzfristige Veränderungen. Die WHO ignoriert nicht nur den Trend, sondern modelliert von dieser kleinen Veränderung weiter. Und damit wird klar, dass wir extreme Überschätzungen der Übersterblichkeit bekommen. Wir haben, wie schon gesagt, ein Paper jetzt veröffentlicht, wo wir zumindest unserer Einschätzung nach das qualitativ nach dem Stand der Kunst machen, gemeinsam mit einem Mathematikprofessor von der Universität Osnabrück, dem Herrn Reitzner, ein Spezialist für Übersterblichkeitsberechnungen. Und nur um das mal erlebbar zu machen, warum man hier den Anstieg oder die Zunahme der Anzahl der alten Menschen beachten muss. Wir sehen hier einfach die Anzahl der Todesfälle pro Jahr seit 2016 in der Altersgruppe über 80. Und wir sehen, wie die Anzahl steigt und steigt. Es hat aber nichts damit zu tun, dass die Übersterblichkeit steigen würde, sondern gleichzeitig gibt es immer mehr alte Menschen. Und wenn wir einfach berechnen, wie viel Prozent der jeweiligen Altersgruppe, je nach unabhängig von der Größe, verstirbt denn in einem Jahr, dann bemerken wir, dass es in der Altersgruppe 80 plus einfach nichts zu sehen gibt, wenn dann eher eine Verbesserung. Also wir sehen hier einfach die Sterberate pro Jahr in der Altersgruppe der über 80-Jährigen. Und wir sehen, wie die Dinge hier deutlich besser waren als in den Vorjahren, mal ausgenommen dieses außergewöhnliche geringe Sterblichkeitsjahr im Jahr 2019. Das so als kleiner Eindruck. Was wir dann gemacht haben, wir haben praktisch diese Veränderungen in der Bevölkerungsgröße mit eingerechnet. Wir haben die Veränderung der Populationsgröße an sich mit eingerechnet. Wir haben die historischen Trends mitgeschätzt. Sehr umfangreiches Paper von, ich glaube, 60, 70 Seiten ist es geworden. Und wir können mal ein bisschen reinblicken. Und wir erinnern uns an das Statistische Bundesamt mit der Übersterblichkeit im ersten Jahr. Müssen wir gleich noch genauer hingucken. Wenn wir es mal jahreweise betrachten, dann haben wir hier das Jahr 2020, Beginn der Pandemie. Und wir sehen ja die verschiedenen Altersgruppen. Und das ist die Übersterblichkeit. Also wie viel Prozent der Personen in der Gruppe sterben mehr
als statistisch korrekt geschätzt erwartet. Und wir sehen letztendlich nichts. Wir haben hier diesen kleinen grauen Balken, das ist die Übersterblichkeit über alle Altersgruppen hinweg geschätzt. Und das stimmt überein mit allen anderen Publikationen aus dem Jahr 2020, die auch die Verschiebung der Alterspyramide und so weiter mit einrechnen. Es gab im Jahr 2020 keine Übersterblichkeit. Wir sehen hier ein bisschen geht es nach oben, aber natürlich geht es immer mal ein bisschen nach oben und nach unten. Wir haben die Streuung sozusagen über den historischen Trend. Und wenn wir hier einen Wert von, ich weiß gar nicht mehr, was es war, 0,4% als Übersterblichkeit bezeichnen würde, dann hätten wir in der Hälfte aller Jahre eine Übersterblichkeit. Das heißt, es ist nicht auffällig. Die Frage ist, was passiert aber dann? Und plötzlich im Jahr 2021, 2022 taucht eine wirklich massive Übersterblichkeit auf. Und vor allem, und das ist wirklich frappierend, wir haben schon ein bisschen von Herrn Burkhardt gehört, in den jüngeren und jüngsten Altersgruppen hier. Und plötzlich haben wir eine massive Übersterblichkeit hier im Jahr 2022. Wenn wir in Abweichungsgraden denken, liegen wir hier 4 Standardabweichungen über dem normalen erwarteten Wert. Hochbegabung als kleines Maß liegt 2 Standardabweichungen über dem normalen Wert in der Intelligenzforschung. Also hier haben wir eine extreme Zunahme tatsächlich der Übersterblichkeit, was extrem besorgniserregendes. Und wir sehen hier vor allem auch in den jungen Altersgruppen. Was wir dann gemacht haben, wir haben uns den Verlauf genauer angesehen. Wir haben ja die Übersterblichkeit pro Jahr und hier sehen wir die Übersterblichkeit geschätzt pro Monat für unsere verschiedenen Altersgruppen. Grün sind Phasen der Untersterblichkeit, wo weniger als erwartet versterben. Rot die Phasen der Übersterblichkeit, wo mehr als erwartet versterben. Und nur nochmal, ich habe den Titel drüber geschrieben, Wissenschaft versus Propaganda und die extreme Absurdität mancher Kommunikationen sich klarzumachen. Wir haben ja eine Pandemie ausgerufen zu einem Zeitpunkt, wo nichts zu sehen war. Und dann tritt zum Beispiel der Herr Drosten im Dezember 2022 auf und beendet die Pandemie zu einem Zeitpunkt, wo wir extremste Übersterblichkeiten haben. Also es ist wirklich absolut grotesk, wenn man so möchte. Also wenn es ein Problem gibt, dann haben wir das hier. Hier vorne war nicht viel zu sehen sozusagen. Und wir wollen jetzt ein bisschen genauer hingucken und das erste und zweite Pandemiejahr vergleichen. Wir sehen, wenn wir wirklich das erste Jahr nehmen, wie es ja auch beim Statistischen Bundesamt war, dann nehmen wir hier, kann man sich, denke ich, auch gut daran erinnern, diese Übersterblichkeitswelle hinzu zum Jahreswechsel 2021, 2022. Aber wir sehen sofort was absolut übereingeht mit der Annahme, wie das Coronavirus wirkt. Es sind schwerpunktmäßig die alten Menschen betroffen. Wir sehen, je jünger die Altersgruppe, umso weniger Übersterblichkeit haben wir hier. Und in den jüngsten Altersgruppen ist nichts zu sehen. Die waren offenbar nicht betroffen von dieser Wintersterblichkeitswelle. Eine ganz klare Altersabhängigkeit haben wir hier zu sehen. Was auch interessant ist, wir haben hier nachfolgend immer solche kleinen grünen Buckel nach unten. Das ist ein ganz bekanntes Muster. Nach folgender Übersterblichkeit folgt ganz oft oder üblicherweise eine Periode der Untersterblichkeit. Warum? Weil es sind sogenannte Vorzieheffekte. Es sind ja hier schwerpunktmäßig die hochvulnerablen Menschen betroffen. Und durch so eine Pandemie werden praktisch Menschen, die im nächsten Zeitraum aufgrund ihrer Vulnerabilität sowieso verstorben wären, da wird der Todeszeitpunkt nach vorne geholt. Und da die Personen kein zweites Mal versterben können, gibt es danach eine Untersterblichkeit. Und das sehen wir in allen Altersgruppen hier im Zeitraum des ersten Pandemiejahres. Also letztendlich, wenn man es zusammennimmt, würde man hier auf einen Wert von ungefähr, ich glaube, 3, irgendwas Prozent Übersterblichkeit kommen. Also mehr als die Hälfte weniger als das Statistische Bundesamt. Aber jetzt kommen wir zum Jahr 2021, 2022. Und dort wird es wirklich absolut erschreckend.
Hier sehen wir plötzlich eine Übersterblichkeit auftaucht in den jungen Altersgruppen vor allem auch. Und wir suchen nach den kleinen grünen Ausgleichsbuckeln und wir finden die nicht mehr. Das heißt, hier haben wir wirklich einen Effekt, der offenbar nicht nur die vulnerablen Personen betrifft, Vorzieheffekte, sondern wir haben einen Übersterblichkeitseffekt, der permanent stabil bleibt, nicht mehr verschwindet, sondern hier eher sogar zunimmt. Und wenn wir hier sozusagen noch ein bisschen genauer hingucken, dann bemerken wir noch was. Wir sehen hier, wann taucht die Übersterblichkeit auf. Der Peak, also der Höhepunkt der Übersterblichkeit, wandert, je jünger die Altersgruppe wird, nach hinten. Auch eine interessante Beobachtung, gerade vor dem Hintergrund, wenn wir danach noch kurz darauf eingehen, Stichwort, wie kann man das erklären? Die Altersgruppen wurden natürlich immer später geimpft und ein Stück weit bildet es tatsächlich diesen zeitlichen Verlauf ab, dass die Altersgruppen, die am spätesten geimpft wurden, tatsächlich auch später diesen Peak bei der Übersterblichkeit haben. Das ist das zweite und das dritte Jahr. Und wir haben schon beim Herrn Burkhardt gehört, bei der Autopsie, die jungen Altersgruppen, das ist wie so eine Art Brennglas. Dort können wir genauer hingucken, weil diese Altersgruppe, die verstirbt, wenn man so will, normalerweise nicht. Das heißt, alles, was hier hinzukommt an schwierigen Faktoren, die die Sterblichkeit beeinflussen, sollte man in dieser Gruppe besonders gut sehen. Und hier ist nochmal der Auszug aus der vorherigen Grafik und was wir hier sehen, bis zum Beginn der Impfungen bei dieser Gruppe ist hier nichts zu sehen. Es gibt kein Problem bei der Übersterblichkeit. Und dann beginnt man diese Altersgruppe zu impfen und plötzlich taucht eine zunehmend massivere Übersterblichkeit auf. Und man muss sich kurz mal die Werte klar machen. Es ist die Altersgruppe 15 bis 29. Und im Dezember wird hier ein Übersterblichkeitswert von knapp 30% erreicht. Im Dezember sind 30% mehr 15- bis 29-Jährige verstorben, als man statistisch erwarten würde. Jetzt ist die Frage, woran liegt das jetzt eigentlich? Jetzt haben wir leider für das Jahr 2022 noch keine Todesursachenstatistik, aber man kann mal ins Jahr 2021 blicken. Dort wurde die Todesursachenstatistik schon veröffentlicht vom Statistischen Bundesamt. Da können wir ein bisschen genauer hingucken. Zunächst sehen wir hier mal einfach nur die Anzahl der Sterbefälle seit 2001 in der Altersgruppe 15 bis 29. Und wir sehen, da versterben immer weniger Personen. Und wir sehen hier diesen Anstieg. Das ist der Anstieg der Übersterblichkeit im Jahr 2021. Warum der Wert hier so runtergeht, das ist zum einen Sterblichkeitsverbesserung. Zum anderen ist die Altersgruppe, diese Altersgruppe 15- bis 29-Jährigen, die ist gesunken, die Größe. Da ist von 2016 bis 2021 die Altersgruppengröße um 1 Million zurückgegangen. Dementsprechend haben wir da auch weniger Sterbefälle. Aber man sieht den Trend und man sieht hier ein bisschen schon diese Trendumkehr. Jetzt könnte man natürlich vermuten, vielleicht sind es ja alles Covid-Todesfälle. Und in der Tat, wenn man die Todesursachenstatistik schaut, mit der Diagnostik, wir haben hier einen Virusnachweis, da stand es auf dem Totenschein mit drauf, dann sehen wir tatsächlich, dass in dieser Altersgruppe ein Anstieg der Covid-19-Todesfälle stattfand, der natürlich vorher noch nicht da war. Könnte also sein, dass es auf Covid-19 zurückgeht. Aber hier lohnt sich ein genauerer Blick, denn wie zuverlässig sind eigentlich die Diagnosen? Und wir können jetzt die anderen Todesursachen angucken in der Todesursachenstatistik und uns anschauen, ob denn vielleicht andere Todesursachen parallel zum Anstieg der Covid-19-Todesfalldiagnosen zurückgegangen ist. Und wir sehen ja zum einen die Todesursache Neubildungen immer in der Altersgruppe 15 bis 29. Und wir sehen hier den gleichen Verlauf, es wird immer besser. Hier haben wir 2020 und wir sehen diesen Dip nach unten hier. Ein bisschen schwierig zu sagen statistisch, weil wir natürlich immer hier Streuungen haben. Aber ein Stück weit kann man es vermuten, dass hier tatsächlich plötzlich weniger Krebserkrankungstodesfälle zumindest registriert wurden. Dann noch auffälliger hier die Todesfallursachengruppe der angeborenen Fehlbildungen. Wir sehen hier die Zahlen wieder seit 2001
Und wir sehen, wie plötzlich 2020 und 2021 deutlich weniger Personen versterben an angeborenen Fehlbildungen. Das kann eigentlich nicht sein, weil die verschwinden ja nicht, meine angeborenen Fehlbildungen plötzlich. Also mögliche Hinweise, statistisch schwer belastbar, weil wir kleine Zahlen haben. Wenn man in die komplette Gruppe schaut, sieht man das Muster deutlicher, dass offenbar Umkodierungen stattgefunden haben. Jetzt können wir uns auf die Suche machen nach Todesursachen, die zugenommen haben. Und wir sehen hier oben, wir haben es ja gerade schon gehört, Myokarditis, Herzkrankheiten des Kreislaufsystems. Wir sehen hier tatsächlich, wie die Zahlen hier ansteigen, zumindest wenn wir den historischen Verlauf ein bisschen prognostizieren. Dann haben wir die Kategorie der unklaren Todesursachen. Auch hier, Jahr 2021, gibt es diesen Sprung nach oben. Auch wieder ein bisschen schwierig zu beurteilen wegen den kleinen Zahlen, weil wir da viel Streuung haben in den Vorjahren. Aber jetzt kommen noch weitere traurige Dinge, sage ich mal. Es ist, glaube ich, bekannt, wie psychisch belastend die Corona-bedingte Situation für diese Altersgruppe war. Und es bildet sich sofort ab in Todesursachen aufgrund von psychischen und Verhaltensstörungen. Wir sehen, wie hier die Zahlen, nachdem es jahrelang besser wurde, plötzlich wieder ansteigen. Das sehen wir auch bei Todesursache Vergiftung, schädliche Substanzen. Auch hier gibt es einen Anstieg, allerdings ein bisschen schwerer statistisch zu beurteilen. Also das war so ein kleiner Blick, wie man versuchen kann, diesen Dingen vielleicht genauer auf den Grund zu gehen. Spannend wird die Frage vor allem für 2022, weil wir dort eine massive Übersterblichkeit in dieser Altersgruppe haben. Hier ein bisschen schwieriger noch zu beurteilen. Aber vielleicht, um ein kleines Bild zu haben, kann man sich das schon mal so angucken. Dann kommen wir nochmal zu der Fragestellung, ja, könnte es denn vielleicht irgendwas mit den Impfungen zu tun haben? Und zunächst mal hier Propaganda. Vor ein, zwei Wochen war das ja groß in allen Medien, dass die Impfungen in Europa angeblich 1 Million Menschenleben gerettet hätten. Wir haben uns das mal angeguckt als Grafik in unserem aktuellen Artikel. Und zwar sehen wir hier die Anzahl der Impfungen kumulativ, also wie viele wurden mit der Zeit geimpft, wie viele geimpfte Personen haben wir. Die blaue Linie sind die zweifach Geimpften, die grüne die dreifach Geimpften. Zu diesem Zeitpunkt sind praktisch fast alle 60 Millionen zweifach geimpft und hier über 50 Millionen dreifach geimpft. Und wenn es irgendwo jetzt tatsächlich so wäre, dass Todesfälle verhindert wurden, dann würde man zumindest irgendwie intuitiv erwarten, sage ich mal, dass man das in der Übersterblichkeit sehen würde. Aber wir sehen, wenn man so will, das Gegenteil. Und es ist absolut dramatisch, was wir hier sehen. Die rote Linie ist die Übersterblichkeit, aufsummiert für jedes Monat, für die komplette Bevölkerung bis seit Beginn der Pandemie. Und wir sehen, es gab praktisch nichts im Jahr 2020. Dann kommt diese Winterwelle, die ein Stück weit ausgeglichen wird. Und jetzt sollten langsam die Impfungen wirken. Aber wir sehen, es geht wieder nach oben. Und jetzt sehen wir hier diesen unfassbar dramatischen Anstieg der Übersterblichkeit, den wir momentan oder Ende des Jahres erlebt haben. Trotzdem ein Großteil der Bevölkerung zwei oder sogar dreifach geimpft war. Jetzt ist eine spannende Frage, wie kann es sein, dass die WHO trotz solcher Bilder, die man in vielen Ländern sieht, auf die Idee kommt, dass hier 1 Million Menschenleben gerettet wurden? Da können wir jetzt in kürzester Zeit nicht darauf eingehen, aber Professor Andreas Sönnigsen hat hier einen Artikel geschrieben, der praktisch aufzeigt, mit welchen Methoden die WHO hier gearbeitet hat und die fragwürdigen Methoden hier offenlegt. Können wir vielleicht dann in der Diskussion noch darauf eingehen. Was haben wir uns noch angesehen? Wir haben uns dann angesehen, praktisch die Anzahl der Übersterblichkeitstodesfälle pro Monat und die Anzahl der Impfungen pro Monat. Und auch hier sehen wir zumindest einen zeitlichen Zusammenhang. Wir sehen hier die Erstimpfungen, wir sehen die Zweitimpfungen, wir sehen die Boosterimpfungen und wir sehen den Verlauf der Übersterblichkeit. Und es ist recht gut zu sehen, wie die Impfungen Hand in Hand hier gehen
mit der Übersterblichkeit, wo die Impfungen ihr Maximum haben, da hat es auch die Übersterblichkeit. Besonders die Boosterimpfungen, wir sehen hier, fangen die an. Dann steigen auch die Übersterblichkeitstodesfälle an. Dann nehmen die Impfungen Fahrt auf, auch die Übersterblichkeit nimmt Fahrt auf. Dann hört man auf zu impfen und dann verschwindet auch wieder die Übersterblichkeit. Wichtiger Hinweis, kann man vielleicht auch nachher bei der Diskussion noch darauf eingehen. Große Diskussion zwischen mir und vielen verschiedenen Statistikern. Ich würde niemals behaupten, Korrelation ist gleich Kausalität, trivialerweise nicht. Wenn wir das Muster nehmen, nach links verschieben, dann würden wir vielleicht auch irgendeinen Zusammenhang sehen. Aber es gibt praktisch keine Kausalität, wenn man so will, ohne Korrelation. Also es ist auf alle Fälle ein extremes Sicherheitssignal, was wir hier sehen, dem man eigentlich nachgehen müsste. Was ich mir gerade noch angeschaut habe, das sind jetzt ganz neue Befunde. Wir haben ja hier gesehen, dass es so einen extremen Anstieg im Jahr 2022 gibt. Die Frage ist, womit könnte das zu tun haben? Könnte das vielleicht was mit den Impfungen zu tun haben? Jetzt erinnert man sich vielleicht an die Studien, wo manche Wissenschaftler aus Jena versucht haben zu gucken, gibt es einen Zusammenhang zwischen der Impfquote der Bundesländer und der Übersterblichkeit. Das kann man sich hier natürlich auch mal ansehen und man kann sich hier angucken, wie hoch ist denn die Übersterblichkeit angestiegen im Jahr 2022 verglichen mit dem Jahr 2021. Also wie stark ist das, was aufs Jahr 2021 nochmal draufgepackt wurde? Und jetzt kann man mit der Impfquote eines Bundeslandes den Zusammenhang sich angucken. Und wir haben hier zwei Altersgruppen aufgesplittet. Das ist wieder mal ein Problem der Daten vom RKI, dass man nur so grobe Altersgruppen bekommt. Aber wir sehen hier extrem hohe Zusammenhänge. Je höher die Impfquote, umso höher ist der Anstieg der Übersterblichkeit im Jahr 2022. Auch hier muss man sofort vorsichtig sein. Korrelation ist nicht Kausalität, gibt es Drittvariablen. Und dafür ist diese Grafik wirklich absolut illustrativ. Wir sehen hier das Jahr 2022, 21 und 20 jeweils verglichen, um wie viel mehr Personen sind da verstorben, verglichen mit dem Mittelwert. Wir machen das gerade auch noch für die Übersterblichkeitsanalyse. Da müssen wir nur die Daten noch kriegen vom Statistischen Bundesamt. Deswegen haben wir hier nur Mittelwertsanalysen machen können bisher. Aber wir sehen was total Frappierendes. Wir gucken mal ins Jahr 2021. Das ist die blaue Linie. Und wir sehen, okay, je mehr geimpft wurde, umso geringer die Übersterblichkeit. Man erinnert sich an die Artikel, wie dann in allen Medien war. Jetzt haben wir gezeigt, dass die Impfungen die Übersterblichkeit reduzieren und was Tolles bewirken. Jetzt korreliert man sozusagen die gleiche Zahl der Impfquote eines Bundeslandes nur mit dem Anstieg der Todesfälle im Jahr 2020, wo es noch gar keine Impfungen gab. Und wir sehen exakt den gleichen Verlauf. Das ist eine gute, einfache Kontrolle für mögliche Störvariablen. Offenbar versterben in Bundesländern, die viel geimpft haben, generell weniger Personen. Und das war schon 2020 der Fall und ist auch wieder 2021 der Fall. Aber genau dieses historische Muster ändert sich fundamental mit dieser Übersterblichkeitsanalyse. Anstieg im Jahr 2022. Das ist so ein kleiner Ausflug. Noch ganz kurz, wenn wir die Zeit haben, noch ein ganz weiteres, wirklich sehr tiefgehend trauriges, muss ich sagen, Kapitel. Ich sitze manchmal hier, muss ich ehrlich sagen, und es geht einem richtig, richtig schlecht, weil, wie es der Burkhard auch schon gesagt hat, es ist manchmal kaum auszuhalten, was man hier so an Befunden sammelt. Und Stichwort Schwangerschaft, Geburt. Hier wieder mal Stichwort Propaganda. Damals, das war im, wo steht es hier, Mai 2021, die deutschen gynäkologischen Fachgesellschaften haben sich dafür ausgesprochen, Schwangeren und Stillenden ein Impfangebot zu machen. Die großen Fachgesellschaften. Wir werden gleich sehen, was man damals schon hätte wissen können. Wir gehen noch ein bisschen weiter. Das war dann, glaube ich, September, Oktober, hat die STIKO auch die Impfung für Schwangere empfohlen.
und hat dann nochmal nachgelegt, da fehlt jetzt das Datum. Eben auch hier sieht man es im Februar 2023. Die STIKO hält ihre Empfehlung für Schwangere aufrecht. Und warum? Im Ergebnis belegen laut STIKO jüngst publizierte Daten die Sicherheit. Sie zeigen kein erhöhtes Risiko für Fehlgeburten, Totgeburten, Frühgeburten und so weiter. Offenbar gab es da Studien. Jetzt hätte sich die STIKO aber auch die Zahlen in Deutschland anschauen können. Haben sie offenbar nicht gemacht. Weil wenn sie das gemacht hätten, dann hätte man sofort, aber wirklich sofort, die Impfungen von Schwangeren einstellen müssen. Und wollen wir uns kurz mal ansehen. Wir sehen ja zunächst mal die Anzahl der Lebendgeburten. Das war immer wieder auch groß in den Medien, dass exakt 9 Monate nach Beginn der Impfungen die Anzahl der Geburten extrem eingebrochen ist. Wir sehen ja das Quartal 1, 22 und das sind die Vorjahre. Wir sehen, wie die Zahlen eingebrochen sind. Quartal 2, Quartal 3, bisschen wieder, aber dann kommt das vierte Quartal, liegt wieder deutlich unterhalb. Dort gibt es sogar eine Publikation, Stichwort Propaganda, des Bundesamts für Bevölkerungsforschung zu Deutschland und Schweden. Dort schreiben sie, dieser Rückgang dieses Fruchtbarkeitstrends, also die Anzahl der Lebendgeburten, meinen sie damit, hat nichts zu tun mit irgendwie, dass die Leute arbeitslos wurden, hat nichts zu tun mit Covid-19. Aber es gibt einen sehr starken Zusammenhang mit dem Beginn der Impfprogramme. Und genau 9 Monate später taucht dieser Rückgang der Lebendgeburten auf. Jetzt könnte man sagen, okay, das wäre auch vielleicht ein Risikosignal. Da könnte man mal drüber nachdenken, ob vielleicht ein Problem ist. Aber hier wird ein Argument aus dem Hut gezogen. Das ist der Erstautor dieser Studie, der dann interviewt wurde in den Tagesthemen, wo er dann sagt, ja, es ist plausibel, dass sich manche Frauen erst impfen lassen wollten, bevor sie schwanger werden. Da die Impfung zunächst für Schwangere nicht empfohlen war, haben sie vielleicht ihren Kinderwunsch aufgeschoben. Okay, könnte ja sein. Aber man hätte sich das mit Daten einfach anschauen können. Und vielleicht weiß es jemand, ich habe mir diese sogenannten KBV-Daten, die auch öffentlich frei zugänglich sind, sehr genau angesehen. Das sind die Daten der kassenärztlichen Vereinigungen, grob geschätzt, oder? 60 Millionen Personen sind da drinnen. Und dort gibt es eine Diagnose, die nennt sich Feststellung einer Schwangerschaft. Und das ist die blaue Linie hier. Wir sehen hier einen kleinen zeitlichen Trend, was mit der Zusammensetzung der Datenbank zu tun hat. Und wir sehen, 2 Monate später, nach Feststellung der Schwangerschaft, die Kurve ist praktisch nach hinten verschoben, der Geburten, wie haben sich die Geburten verhalten? Und wir sehen einen extrem starken Rückgang bei den Geburten, aber keinen entsprechenden Rückgang bei den Schwangerschaften. Es kann nicht so sein, wie vorher vom Amt für Bevölkerungsforschung behauptet. Geht nicht. Es muss einen anderen Grund geben. Und dann habe ich angefragt, ob ich denn die Anzahl der Totgeburten pro Monat bekomme vom Statistischen Bundesamt, was mir netterweise auch geschickt wurde. Und hier oben haben wir nochmal die Lebendgeburten. Das ist das, was wir schon kennen, den Einbruch hier. Und hier haben wir den Verlauf der Totgeburten. Und wir sehen, wie genau zum Zeitpunkt der gynäkologischen Empfehlungen, die Schwangeren zu impfen, hier die Anzahl der Totgeburten anspringt. Und wie diese Zahl hoch bleibt. Jetzt schaut es ein bisschen so ähnlich aus wie hier, aber wir müssen uns klar machen, dass wir viel weniger Geburten hatten. Also wenn wir das genauer beziffern wollen, müssen wir jetzt das Verhältnis berechnen. Wie viele Totgeburten gibt es denn pro Geburten insgesamt? Und wenn wir uns das angucken, dann sehen wir hier die prozentuale Veränderung verglichen mit den Vorjahren. Wir sehen hier das erste Quartal 2021, hier die erste Impfempfehlung der gynäkologischen Fachgesellschaften. Im Quartal 4 hat die STIKO die Impfung empfohlen und wir sehen, wie wir im vierten Quartal einen Anstieg der Totgeburtenrate um 20% haben. Und das sind die aktuellsten Zahlen, die es momentan gibt. Immer noch im Quartal 3 verglichen mit den Vorjahren haben einen Anstieg der Totgeburten um 10%.
Jetzt könnte man sich überlegen, ja, hätten wir das vielleicht wissen können. Und wir können wieder einen Blick in die KBV-Daten machen. Gab es frühe Risikosignale? Wir sehen hier den Verlauf der Diagnose übermäßiges Erbrechen während der Schwangerschaft. Wir sehen relativ stabil über die Zeit hinweg, vor allem wenn es um die übermäßiges Erbrechen aufgrund von anderen Krankheiten geht. Und wir sehen, wie hier ein Risikosignal auftaucht, wie plötzlich übermäßiges Erbrechen in der Schwangerschaft zunimmt, im zeitlichen Zusammenhang mit den Impfungen der Schwangeren. Es gibt ein zweites Risikosignal, das betrifft die schwere psychische Störung im Wochenbett. Also auch wenn eine Person eine Totgeburt hat, befindet man sich noch im Wochenbett, gibt es auch diese Diagnose. Und wir sehen, wie hier im zeitlichen Zusammenhang mit den Impfungen die Diagnose schwere psychische Störungen im Wochenbett ansteigt. Auch hier ein deutliches Risikosignal. Zum Abschluss vielleicht noch ganz kurz, wenn ich die Zeit noch habe, zurück zu unserer Eingangsgeschichte mit Wissenschaft versus Propaganda. Warum um alles in der Welt ist man diesen Weg gegangen? Warum hat man nicht die Menschen objektiv über die Fakten informiert? Und ich habe da schon viel drüber nachgedacht und hier mal vielleicht so vier Bausteine. Und zunächst mal, glaube ich, kann man da gar niemandem einen Vorwurf machen, weil es gab damals offenbar binnen der 2 Wochen eine Veränderung der Lageeinschätzung. Man ist offenbar zu dem Schluss gekommen, dass dieses Virus hochgefährlich ist. Auf der Basis von was auch immer. Vielleicht waren es die Bilder aus Bergamo, ich war in den Gremien nicht dabei. Auf alle Fälle gab es eine Neueinschätzung der Lage. Und als Politik, als Politiker muss ich dann auch Entscheidungen treffen auf der Basis von Prognosen. Das ist absolut okay, sozusagen. Aber jetzt kommt dann der Baustein 2 ins Spiel. Offenbar hat man sich entschieden, dazu die Strategie zu wählen, dass der Mensch alleine nicht dazu fähig ist, sich aus sich heraus, in Anführungszeichen, richtig pandemiebezogen zu denken, zu werten und zu handeln, sondern er muss mit bestimmten Mitteln dazu gebracht werden, so zu denken, zu werten und zu handeln, wie es diese beteiligte Gruppe, die diese Risikoeinschätzung gemacht hat, für richtig hält. Das ist, glaube ich, der zweite Baustein, den wir hier brauchen. Und es gibt einen dritten Baustein, da kann ich gerne bei der Diskussion noch was sagen. Warum hat das so gut funktioniert? Weil man Fachexperten meiner Community eingespannt hat, die extrem viel Wissen und Forschung dazu machen, wie kann ich im wahrsten Sinne des Wortes Menschen manipulieren. Stichwort Nudging. Da steckt eine hochprofessionelle Gruppe dahinter, die hier entsprechende Strategien erarbeitet. Und es ist auch nicht geheim, die ganze Fachcommunity Papiere geschrieben, wie man das so macht und tut und warum das so wichtig ist. Und es gibt, glaube ich, noch einen vierten Baustein, wenn man es wirklich verstehen will, weil bisher würde man sagen, okay, es gab offenbar einen höheren Wert. Jetzt kann man natürlich diese Dinge fundamental anzweifeln. Wir haben gerade ein neues Forschungsprojekt bei mir im Lehrstuhl gegründet, Stichwort Propaganda und Nudging-Forschung. Aber gut, ein Stück weit kann man sagen, das war noch irgendwie nicht moralisch schlecht, sondern es hatte eigentlich einen moralisch guten Hintergrund. Aber da kommt was dazu, was, glaube ich, wirklich, aber das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, extrem viel Gewicht hat, nämlich, dass dann mächtige Einflussgruppen aufgetreten sind, die diese Situation, wenn man so will, für ihre individuellen Corona-unabhängigen Interessen und Zwecke ausgenutzt haben. Das kam dann, glaube ich, als vierter Faktor noch hinzu. Und das sind die Faktoren, die man vermutlich braucht, meiner Einschätzung nach, das Ganze zu erklären. Als letzte Folie, was können wir denn als Gegenmittel hier vielleicht vermitteln? Das mache ich zum Beispiel sehr intensiv auch in meiner Lehre mit Studierenden, nicht Corona-bezogen, sondern generell. Ein Spruch von Hannah Arendt hier, niemanden, dem du beibringst zu denken, selber zu denken, kann danach wieder so gehorchen wie zuvor. Nicht, weil er jetzt rebellisch geworden ist, sondern wegen der Angewohnheit, im Zweifel alle Dinge zu prüfen. Und das ist mein Abschluss hier. Dankeschön für die Zeit. Applaus